Hallo meine Lieben, jetzt muss ich mich doch mal kurz aus meinem selbst auferlegten Fancy-Urlaub melden. So ganz ohne geht's dann doch nicht, denn ich wollte euch ganz in Ruhe nochmal die Bring Back My Bars zeigen, vorstellen, mit euch beschnuppern, denn die kommen ja schon ab 1.1. und ich möchte, dass ihr genau darüber Bescheid wisst, denn das sind ja Bring Back My Bar Düfte, das heißt Düfte, die schon mal da waren, die es eigentlich nicht mehr gibt. Die konnte man quasi in die Favoriten wählen und jetzt sind sie kurz zurück, wirklich nur kurz. Das heißt für euch die Chance, wenn ihr davon welche möchtet, könnt ihr die bestellen im Januar oder auch in euren Sensi Club legen. Dann bekommt ihr die nämlich für länger und so lange, wie ihr das möchtet, werden die dann für euch quasi weiter produziert. Außerdem im Sensi Club wird es 10 exklusive Düfte geben. Also 12, die ich jetzt auch schon da habe, die ich euch zeige. Und dann kommen noch 10 weitere, die es aber nur im Sensi Club gibt. Wenn ihr noch keinen Sensi Club habt, dann meldet euch gern bei mir. Ich erkläre euch auch das Ganze mal ganz in Ruhe. So, fangen wir an. Ich freue mich wirklich schon riesig drauf. Auch ganz gespannt bin ich auf die 10, die ich eben noch nicht schnuppern konnte. Aber wir haben ja bald Januar. So, gehen wir mal hierher. Ich habe mir auch ein bisschen was dazu aufgeschrieben, dass ich euch genau Duftrichtung noch besser erklären kann, als wenn ich sie schnupper. Als erstes hätten wir Banana Berry. Sagt schon der Name. Also ich finde ihn richtig klasse, aber ich liebe auch Bananen. Ah, ja, so richtig schön, bananig, bärig. Also Wahnsinn, das ist so eine volle Fruchtwucht. Wahnsinn. Also, Sensi sagt dazu, satte, süße Bananensahne kombiniert mit saftigen Erdbeeren. Oh, das ist wirklich, ja, man kriegt so wie Früchtehunger. Also, wer Bananen und Erdbeeren liebt, der sollte diesen Duft probieren. Banana Berry. Als nächstes habe ich Custard Apfel. Apple, genau. Custard Apple. Der ist so richtig schön frisch. Oh, richtig klasse, aber auch irgendwie leicht. Also, ah ja, das ist die Ananas, genau. Ja, ich muss lesen, rieche ich es auch raus. Ich konnte es vorher nicht so zuordnen. Also der Apfel ist sehr intensiv, aber wir haben hier Ananas, Zuckerrohr und Mango fangen die Essenz von Custard Apfel, Apple ein. Hier haben wir den Apfel. Genau, Custard Apple. Das wird immer ein bisschen verschwommen, gell, wenn ich euch das nahe zeige. Also, wer Apfeldüfte liebt, der wird sich über die Bring Back My Bars auch richtig, richtig freuen, weil da sind mehrere frei, was ich mitbekommen habe. Dann haben wir hier Black Cherry Bourbon. Also ich finde, das ist aber auch richtig lecker Kirsche. Aber auch ein bisschen schwer. Ja. Also man riecht auf jeden Fall die Kirsche sehr stark raus. Das Ganze wird ein bisschen von Mandel abgerundet und der Bourbon macht es so ein bisschen schwerer, würde ich sagen. In der Beschreibung haben wir stehen, Schwarzkirsche, Bourbon und Mandelcreme bilden eine reichhaltige und traumhafte Kombination. Genau, reichhaltig. Also das ist wirklich ein starker Duft. Wer gern so eine schwere, starke, also Schwarzkirsche mag, könnt ihr den hier ausprobieren. Dann haben wir Sweet and Thai.
manchen Zetteln. Ich hätte es ja eigentlich auch auf einem machen können. Gell? Ja, beim nächsten Mal bin ich schlauer. Also für mich der totale Männerduft. Ich weiß nicht, was davon. Das riecht für mich wie frisch geduschter Mann. Ja, so volle Kanne, frisch geduschter Mann. In der Beschreibung steht knackiger Apfel und dynamische Zitrone, gemischt mit kühnen Gewürzen und verwegenem Holz. Ausgefeilt und niemals langweilig. Also ich kann mir vorstellen, so für die Männer, wenn ihr mal einen Männerduft braucht, oder für den einen oder anderen Mann, der einen neuen Duft sucht, stelle ich mir den auch richtig, richtig gut vor. Dann haben wir, mal gucken, genau, den Kokosleim. Sagt schon der Name, der Zitrus, Kokos. Boah, ja, Wahnsinn. Also ich würde sagen, die Hauptnote ist wirklich so Zitrus. Und dann kommt aber wirklich auch schon eine echt süße Kokosnuss. Also süß. Erst so zitrusmäßig und dann direkt süß mit Kokos. Das ist der Duft Kokoleim. Kokosmilch und cremige Vanille erhalten dank frischer Limetten einen Energieschub. Genau, das Zitrus war die Limette. Und dann haben wir noch Kokosmilch, typisch Kokos, und das Vanille sorgt für die Süße. Also, wer Zitrus mag, wer Kokosnuss mag, könnte hiermit richtig Kokos laden. Ich werde euch ganz zum Schluss auch ein Foto mal hochladen, was denn meine Lieblingsdüfte aus der Bring Back My Bar Reihe ist. Aber da muss ich mich nochmal ganz sammeln bei diesen vielen Düften, was so meine Favoriten sind. Als nächstes, also das kann ich euch gleich sagen, ist für mich ein Highlight, weil da habe ich bis jetzt einen Counter Cleaner, einen Allzweckreiniger. Ich liebe ihn. Johnny Appleseed. Ich glaube, da gibt es mehrere, die diesen Duft wirklich feiern. Oh, der ist so genial. Ich würde schon geil sagen. Der ist mega. Wo habe ich denn? Genau, das ist einfach Apfel pur. Mit einem Hauch Birne. Mega. Also da kriege ich so. Und ich habe das nicht oft, die Phase, dass ich Bock auf Apfel habe. Aber ich mache mal gleich mal ganz hier auf. Oh, mega. Irgendwas erinnert mich das auch an meiner Kindheit, aber ich komme nicht drauf. Das denke ich mir schon jedes Mal bei dem Countercleaner, bei dem Reiniger. Oh, genial. Also der ist definitiv auf meiner Lieblingsliste. Johnny Appleseed. Frisch gepflückte Macintosh-Äpfel sind mit Apfelschale und einem Hauch frischer Birne ein Hit. Klasse. Dann hätten wir, was machen wir denn weiter? Genau, machen wir doch Blueberry Cheesecake. Also alle Kuchenliebhaber, Blaubeeren, ein Traum. Mein kleiner Sohn, der will immer alles schnuppern, was so neu ankommt. Und der riecht es und boah, Mama, das ist aber lecker. Also wirklich Blaubeerkäsekuchen, so ein richtig schöner amerikanischer Cheesecake. Mega lecker. Also dicker, üppiger New Yorker Käsekuchen mit einer leichten Biskuitkruste und leckeren Blaubeeren. Also weiß ich, landet bei mir definitiv im Sensi Club mitsamt den Johnny Appleseed. Aber wie gesagt, meine Lieblingsdüfte zeige ich euch dann später. Dann haben wir Sherry Vanilla.
Gut, sag schon den Namen. Mal schauen, ob noch was mit drinnen versteckt ist. Auch so richtig schön Kirsche. Und durch die Vanille finde ich ihn etwas leichter wie diesen Vanilla, nee, Sherry, Bourbon, ihr wisst schon, den, wo ich am Anfang hatte. Wenn ich das suche, da ist er. Black Cherry Bourbon, der war ja so richtig vollmundig. Und der ist ja auch mit Kirsche, aber durch die Vanille einfach leichter. Ja, eigentlich ein wirklich angenehmer, leicht süßlicher Duft. Sherry Vanilla sagt, eine bezaubernde Mischung aus kandierten Kirschen und gebrannten Mandeln, umhüllt von Eis und weißer Schokolade. Also das hört sich auch richtig lecker an. Dann habe ich noch einen Fiesta Lime. Da haben wir wieder Zitrus mit im Spiel. Boah, oh, ist der lecker. Ich kann mir das schon immer gar nicht mehr merken, wie stark welcher Zitrusduft riecht. Oh, aber der macht Hunger. Das riecht für mich. Was ist denn das? Das ist das Zitronengras. Wahnsinn. Also ich lese euch mal vor. Lebenslustige Limette, Zitronengras und Ingwer schmeißen die ultimative Nachbarschaftsparty. Ingwer ist ja eigentlich eh geil. Oh, Zitronen. Das ist das Zitronengras, wo es riecht. Richtig geil. Also auch richtig, richtig lecker. Fiesta Lime. Wenn ihr was wirklich Leckeres, Zitrusmäßiges mögt, kann ich euch den ans Herz legen. Dann haben wir Southern Evening. Jetzt muss ich mal gucken. Weil bei dem, muss ich gestehen, kann ich gar nicht rausriechen, was es sein soll. Der riecht aber auch echt gut. Ich lese euch mal die Beschreibung vor. Wie eine Spur Parfum, die in ihrem Erwachen nachklingt, sorgt dieser romantische Wirbel aus französischem Lavendel, Geranie, feinen Früchten und weißem Moschus für eine bezaubernde Frucht. Also, ja, das ist das Lavendel, wo ich jetzt fast gesagt habe, das ist so ein beruhigender Duft. Der hat auch nichts Fruchtiges. Ist einfach, ich finde ihn gut. Ich könnte mir das vorstellen, wenn ich so eine Entspannungspause brauche, Ruhe brauche, für mich Zeit brauche. Dem lässt sich, glaube ich, unwahrscheinlich gut Entspannungsübungen machen. Oder einfach mit einem Buch eine Auszeit auf die Couch und den Duft rein. Also ich muss sagen, ganz am Anfang fand ich den gar nicht so toll, wo ich das allererste Mal gerochen habe. Aber umso, kennt ihr das, umso öfter ihr was riecht, umso toller findet ihr es. Also doch, ich finde eigentlich wirklich, es ist auch mal was ganz anderes, weil ich habe meistens Zitrusdüfte, bärige Düfte oder auch so dieses typische Lavendakotten oder Weihnachtsdüfte, diese gerade jetzt die Winterdüfte. Und da ist das mal was ganz anderes. Southern Evening. Dann haben wir noch Mediterran Spa. Das ist dann eher so der frische, so richtig frischer Duft, so Fenster auf, lass das Leben noch rein, lass die Luft rein. Ja, das ist so, jetzt muss ich aber trotzdem mal gucken, was ich da so rieche. Genau, luftigen Duft, ja. Passt. Also das ist wirklich so frühes Aufstehen. Ich brauche erstmal Power. Ich muss meinen Kopf frei pusten. Ich lüfte einmal so gescheit durch und habe dann diesen Duft drin. Dann macht das so eine richtig schöne
frischer Atmosphäre. Die Beschreibung dazu ist: Entspannen Sie sich mit diesem sanften, frischen und luftigen Duft. Genau, also wer was richtig Frisches mal wieder braucht, ausprobieren möchte, mediterranen Spa. Spa. So, und dann kommt noch ein Duft, Pink Tulip. Ich habe euch doch erzählt, dass ich meine allererste Sensi-Berührung, erste Duftlampe vor circa 5 Jahren hatte. Damals auf einem Markt kennengelernt und dann hatte ich mir eine Duftlampe, klar, kleines Kind, tolle Sache, der verbrennt sich nicht, ist ja keine Kerze dran. Dann kauft man sich 1, 2 Düfte. Und der Duft war damals für mich einfach dieser Startschuss, sage ich, dass ich Sensi ganz toll fand. Hatte dann zwar lange, ich glaube, ich habe über Jahre nur den Duft dann noch gehabt. Ich habe mir dann immer mal einen gekauft und ich fand die aber alle nicht gut. Und wirklich habe ich mich auch nicht vor 5 Jahren damit groß auseinandergesetzt. Und dachte ich, der Duft ist geil, den nehme ich immer wieder. So habe ich das gemacht und auf einmal war er weg. Also den gab es auch echt lang und auf einmal war er fort. Dann konnte ich Gott sei Dank noch so einen Restbestand mir organisieren. Aber der ist jetzt auch so gut wie, ich hatte einen Würfel noch, den ich ja dann schon immer benutzt habe, weil es ja dann der letzte war. Und jetzt kommt er nach Ewigkeiten in die Bring Back My Bars. Also, Wahnsinn. Also, es haben jetzt schon ein paar geschnuppert und manche kennen. Auch gerade so Beraterin, also, den kann ich eh auch machen, ja. Wo man sich unterhält, die gesagt haben, nee, kenne ich nicht. Auch die, wo jetzt Probe geschnuppert haben, sagen, mega. Ach, der ist so richtig fruchtig, lieblich, blumig. Ich lese euch mal die Beschreibung durch dazu vor. Die ist nämlich etwas länger. Oh, lecker. Ich liebe ihn. Vor allem, ich habe ihn wieder. Tulpenblüten zählen zu den ersten Frühlingsboten. Sie bringen den Übergang in die neue Jahreszeit so richtig in Schwung. Feiern Sie die beliebte Blüte mit einer duftenden Huldigung, abgerundet durch Akzente von frischen Äpfeln, saftiger Himbeere und einem Hauch nächtlicher Jasminblüten. So, jetzt wisst ihr, was da alles drin ist. Oh, also da haben sie wirklich, ich finde, da haben sie alles reingepackt, dass es perfekt, einfach perfekt riecht. Also seit Jahren mein Lieblingsduft. Einer meiner mittlerweile mehreren Lieblingsdüfte. Aber das war so der Startschuss, warum ich Sensi als richtig gute Möglichkeit für Raumduft kennenlernen durfte. So, das waren meine 12 Düfte, die jetzt ab 1. Januar eben zurückkommen für ganz, ganz kurze Zeit. Und dann habe ich euch ja noch erwähnt, dass eben die 10 exklusiven Düfte noch für den Sensi Club kommen. Wenn ihr möchtet, die habe ich ja nicht da, kann ich euch aber mal kurz erzählen, was da so drinnen ist. Also, fangen wir mal an. Einmal, komm zurück. Hibiscus Water. Apfel und Hibiskus tollen in einer wohltuenden Mineralquelle herum. Finde ich auf jeden Fall, hört sich wahnsinnig gut an und ist ein Versuch wert, den mal zu testen. Also in meinen Sensi Club werden so einige reinkommen, weil man die ja sonst gar nicht probieren kann. Und also es sind wirklich tolle dabei, die hören sich wirklich richtig gut an. Dann haben wir unter anderem noch Crazy Coconut. Kokosmilch, gemischte Früchte und Vanilleeis. Lecker. Das hat sowas vom Sommer, ne? So ein leckeres Kokosfrüchte-Eisbecher. Also so ein Eisbecher, da habe ich dann Kokos drin, Vanilleeis, Früchteeis. Richtig lecker. Dann, glaube ich, was auch so richtig viele mögen werden, ist die Almond Cream. Also die Mandelkern. Cremige Mandel mit verführerischer weißer Kirsche und Kokosmilch.
Also ich liebe ja eh so Mandel und Kokosmilch und das mit der Kirsche. Ich kenne ihn schon, das ist ein Duft, den ich kenne. Ich sage nur lecker und ich weiß, dass der auch ganz schön begehrt sein wird. Dann haben wir Berry of Paradise, leckere gezuckerte Erdbeere, Strelitzie und Vanilleschote. Hört sich auf jeden Fall auch wahnsinnig nach Sommer und Früchten an. Und gezuckerte Erdbeere, ich als Erdbeerfan, da kann man auf jeden Fall, denke ich, nichts verkehrt machen. So, irgendwas. Ach, das sind ja noch Zettel. Ich dachte, irgendwie fehlen noch welche. Wir haben noch Lime and Sugarcane. Ein Dreiklang aus Limette, Zuckerrohr und gefrorener Minze. Also Limette, wieder ein Limette-Duft. Sind ja bei meinen 12 ersten Düften auch schon dabei. Und da hätte man noch eben einen weiteren. Jetzt kommt noch, also das ist auch sowas, das ist so typisch Chessy-Duft. Chocolate Coconut Cream. Duftnoten von Kakaopulver, Kokoscreme und Karamell. Ja, wie lecker ist denn das? Wisst ihr, ich nehme ab, ich esse es nicht, ich rieche es dafür. Also, und davon nehme ich wenigstens nicht zu. So, und dann habe ich noch vier Düfte, was auch richtig cool ist. Unicorn Kisses. Dreifacher Fantasieduft beweist, dass alles möglich ist. Mit pinker Wassermelone, Kirschlolli und regenbogenfarbener Rose. Ich zeige euch mal das Cover. Also das macht ja schon Spaß, ne? Also das macht ja schon Lust, das auszuprobieren. Seht ihr das? Das ist ein bisschen verschwommen, gell? Weil mein Ausdruck nicht so perfekt ist. Das ist mit so einem Einhorn. Und dann plätschert da so. Ich weiß gar nicht. Oder nee, das ist ein Kuchen. Ein Einhorn. Und es steht, glaube ich, auch mit Kuchen. Mein Ausdruck ist nicht so perfekt. Auf jeden Fall, das Cover macht schon Lust, es auszuprobieren. Dann haben wir Aussie Plum. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Eine Mischung aus saftiger Pflaume, Pink Grapefruit und herben Granatapfel mit Vanille. Pflaume, pinke Grapefruit und herben Granatapfel mit Vanille. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Ja, das hört sich richtig schön fruchtig an. Also einerseits die Pflaume, die ist ja ein bisschen kräftiger und die Grapefruit und Granatapfel, dann habe ich ja ein bisschen was Herbes drin. Also das hört sich eigentlich wirklich interessant an. Flower Child, süße rote Beeren mit wilden Gardenien und Sandelholz. Also das ist auch sowas, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Flower Child. Und dann noch den Apple Crush. Ein Doppel aus grünem Apfel und lieblichen Apfelblüten. Also auch mit Apfel ist ja der Johnny Appleseed da. Und also das ist ja mein totales Highlight. Aber es wäre auf jeden Fall ein Vergleich wert. Und den werde ich auch mal in den Sensi Club befördern. Das Gute an dem Sensi Club ist ja, ich kann mir quasi die exklusiven Düfte in den Sensi Club mit reinpacken. Und wenn die dann mal kommen sind, ich kann das ja ständig ändern. Also wenn ich sage, boah, mega, lasse ich drin, dann kriege ich den einfach. Selbst wenn die Bring Back My Bar Zeit rum ist quasi, wenn es die nimmer gibt, kriege ich den ja weiter produziert. Oder wenn ich sage, riecht gut, brauche ich aber jetzt nimmer, dann tue ich ihn einfach wieder raus und gut ist. Genau. Also, wenn ihr da ein paar Infos gerne haben möchtet wegen dem Sensi Club oder zu den Düften, dann dürft ihr euch natürlich jederzeit bei mir melden. Ich bin auch schon ganz wahnsinnig neugierig auf unsere Monatslampe, die es ab Januar geben wird, mit einem Monatsduft. Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf, auf was da kommen wird an Lampen, weil jeden Monat eine neue Lampe. Wahnsinn. Soweit ich weiß, in Amerika gibt es das ja schon. Und bei uns gab es jetzt nur die Monatsdüfte. Und jetzt haben wir auch die Monatslampe. Also die Januarlampe ist ja wirklich schon, ich finde die wunderschön, die ist einfach richtig perfekt passend für die Zeit mit der richtigen Info, die da drauf steht.
Und auch von der Farbe. Ich finde, das tut ein bisschen Freundlichkeit, fröhliches Miteinander ein bisschen ausstrahlen. Genau. So, das wäre es jetzt erstmal von mir. Ich tue euch im Anschluss auch nochmal ein paar Bilder hochladen, damit ihr das Ganze nochmal sehen könnt, nachlesen könnt. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Wir hören und wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.